Wir bleiben beim Football. Gestrovend hat Dafer den guten Grund zu feiern. An der zweiten Runde von der Qualifikation von der Europa League gewinnt den FC Dafer den Alli-Match gegen Riquier aus Kroatien mit 1-0. Die letzte Lützebäuer Victoire auf diesem europäischen Plan leitet immerhin schon 2 Jahre zurück. Das Serge Olmo mit dem Resümee vom Match. Es gab sich gestern im Stade José Bartel für rund 800 Spektateuren so gefreut, weil die Leistung von der ganzen Equipe absolut gestimmt wird gegen den international valable Formation. Aber auch weil der letzte Defendinger Succes auf internationalem Plan 34 Jahre gefeiert konnte. Den decisive Goal aus gestern einer Stunde Spielzeit gefallen, bei dem der Kim Kinziger an den Alamendes der Keeper Radmann nicht konnte überwinden, als da war dem kalbidischen Bitter Pierre Pisco gelungen, den 1-0 zu markieren. On n'est pas venu pour faire de la figuration, quoi. Et puis c'est le travail de toute l'équipe. Et puis c'est bien. Je pense qu'on a fait un bon résultat. Bon ben, c'est fallait faire le deuxième bon résultat en Croatie. Défending 0-3 ist der Match ziemlich offensiv gegangen. Es war auch den Lützebäuer Vertreter, den die erste Goalchance hat. Mendes Pisco stünge sich aber wenig am Weg. Die letzte 4 Stunden vor der Pause war der kroatischen Druck mehr stark. Zeit der Gaufen aber mit einem 0-0 gewechselt. An der zweiten Halbzeit hat ein Kroaten kurz eher den Pisco markiert hat, ihrerseits ein 1-0 im Fuß mit dem neuen Defendinger Keeper Julien Weber konnte parieren. An den Schlussminuten hatten die Visiteuren alles auf eine Karte gesetzt an den Indien in der Luft. Der beste Fourier, Ahmad Charbini, hat aber in der Nurspielzeit nicht mehr Leid geroden. Boah, eine beste Chance, ich meine, das gehört dazu an diesem Match. Ich habe den wahrscheinlich an der letzten Fußballkarriere nicht auf den Moment, wo ich den Rupps-Match finde. Ich gehe so in den nächsten Mal. Und wenn ich den ganzen Match gucke, sie hatten ein paar Goldchancen, wir hatten auch. Wir haben im Großen und Ganzen überhaupt nicht so unverdient, wie ich meine. Unverdient wird es schon nicht, weil Dafer-Ding hat sowohl an der ersten wie an der zweiten Halbzeit die eine oder die andere Goalaktion. Kroatische Journalisten haben uns nur der Party gesagt, dass Rijeka Dafer-Ding 0-3 bestimmt wenig unterschätzt wird. Für den neuen Dafer-Dinger Trainer wird auf jeden Fall ein idealer Auftakt. Ein paar Mal. Ich meine, kommen dann noch viele Hand runter an. Die Spieler haben sich laut selber hinspielen, dann ist es auch gut so. Gestern durfte der Match zweimal kurz unterbrochen, weil sogenannten Supporter vom kroatischen Verein bengalische Feuerwerker angefangen hatten, nach Fackeln auf dem Terrain gehalten haben. Es freute sich, wie sie das ganze Material auf die Gradin konnte schmuggeln. Das war sich als Lützebäuer wie die einzige Negativnote am Verlauf von der Party. Schon vor 2 Jahren hatten die Dafer-Dinger keine Chance, demnächst wären mit Fans von Bratislava aus der Slowakei.